Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Konzert von Phil zu zweit. Diesmal musizieren für Sie Anne-Kathrin Rammelt und Theresia Hähnsche. Wir sind sehr dankbar, in dieser für uns Musiker so stillen und unbefriedigenden Zeit heute hier spielen zu dürfen. Und so hörten Sie zu Beginn einen Satz aus den kanonischen Sonaten von Telemann. Telemann hat mehrere Sonaten komponiert, die alle exakt einem Schema folgen. Beide Violinen spielen die gleichen Noten, setzen jedoch um einen Takt versetzt nacheinander ein. Das nun folgende Werk stammt wiederum von Telemann, die Gulliver-Suite. Sie entstand nur 2 Jahre nach dem Erscheinen von Oliver Swifts Roman Gullivers Reisen. In diesem Roman erleidet die Hauptfigur Gulliver mehrfach Schiffbruch und landet immer auf anderen Inseln. Und so begegnet er dem brobdingnagischen Riesen oder den zwergenhaften Lilliputanern. Oder einem Land, wo Pferde regieren, die Huinims, die sehr besonnen sind, aber mit zwergenhaften und unartigen Yahus zusammenleben müssen. All das hat Telemann sehr anschaulich in seiner Musik umgesetzt.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, verbunden mit einem großen Dankeschön, in diesem Rahmen als Freischaffender mitwirken zu können. Als nächstes Stück wollen wir für Sie zwei Duette von Béla Bartók spielen. Dieser war als Musikforscher Anfang des 20. Jahrhunderts sehr viel unterwegs in Osteuropa bis hin in den arabischen Raum, um Volksweisen und Melodien zu sammeln. Er hatte dabei in seinem Gepäck das weltweit erste Gerät zur Aufnahme und Wiedergabe von Tönen, den Edison-Phonographen. So hat er die Bewohner überzeugt, mit ihren Instrumenten in diesen Schalltrichter zu spielen bzw. zu singen. Er hat 10.000 Volksweisen auf diese Weise gesammelt, später in Noten transkribiert und noch später in seine Kompositionen einfließen lassen. So sind auch die Duette, die wir Ihnen jetzt spielen wollen, darauf begründet. So spielen wir Ihnen jetzt den Mückentanz und den arabischen Gesang von Béla Bartók. Wir wollen uns bei Ihnen verabschieden mit zwei Sätzen aus der sechsten Sonate D-Dur von Jean-Marie Leclerc. Dieser war ein berühmter Violinvirtuose und Komponist des 18. Jahrhunderts. Geboren und aufgewachsen in Frankreich, lebte er lange auch in Italien und hatte dort Unterricht bei einem Schüler von Corelli. Diese Einflüsse waren sehr zu spüren, auch als er zurückging nach Frankreich und dort Violinliteratur schrieb, und man nannte ihn auch deshalb den Corelli Frankreichs.
Musik.